Heute zeige ich euch unseren Ölofen, der zündet mal schon wieder nicht. Und beim Ölofen ist es so, man hat mal absichtlich das Video mit an. Der Ofen war jetzt einen Winter in Betrieb, man sieht diese viele Ablagerungen. Wichtig ist, dass diese Löchle offen sind, oben, das sind diese Düsenlöchle, wo da die Flamme rauskommt. Und man hört auch im Hintergrund unter, wie er durchzündet und Öl ist drin, und zwar zu viel Öl. Über diesen Zündapparat. Der geht ab und zu mal kaputt. Da hier kommt so Hochspannung raus, die sollte man jetzt nicht anfassen, da kriegt man nicht wischt. Da ist die kleine Zündelektrode und da hat er halt fehlgezündet. Das heißt, wenn er kein Öl drin hat, dann ist innen drin der Widerstand zu hoch, dann zündet er dort nicht gescheit. Was man jetzt machen kann, ist zum Beispiel mal ausschalten. Schalter muss man hier mal aus. Da kann man diesen Stößel mal drücken, falls ja dann dieses Öl verrostet ist. Kommt da kein Öl zum Beispiel raus, geht sich ja Öl drin. Wie gesagt, man sieht es auch an diesem Dampf, der da entsteht. Dieser Dampf ist nicht irgendwas. Und jetzt heizt er da auf, innen läuft auch dieses kleine Gebläse, das dann da dieses Öl langsam hochführt. Und der müsste dann auch zünden. So Zündung dauert von mir aus eine halbe Stunde oder so, bis durch diesen Zündfunker des Dings da drin ist. Wenn man dann auch diesen Schlüssel nicht ganz zumachen. Eigentlich aufpassen, ohne Strom machen, weil hier kriegt man gerne eine Gewicht. Und hier kann es oft sein, dass diese Zündfunke untereinander geht, wenn innen der Widerstand zu hoch ist. Jetzt immer noch nicht gezündet. Ich höre zwar klackern, aber es tut sich nichts. Also was mache ich? Ich gehe jetzt mal hin. Gucken wir das mal innen an. So, und jetzt gucken wir uns das mal von innen an. Und jetzt muss man, ist wichtig, man muss, wenn man es ganz von innen mal hinter der Kerze sieht. Und das Coole ist, jetzt sieht man hier hinten sieht man es, dass er gegen das Gehäuse zündet. Und zwar ist das ein ganz einfacher Grund. Das Öl verhindert, dass die Zündung nach unten geht. Deswegen muss man das Öl erstmal entfernen oder abbrennen. Hier sieht man das nochmal von innen oder mit der Reflexion, diese Spiegelung nach oben. Weil dieser Zünder so tief im Öl drin ist, findet kein Zündfunke statt. Öl isoliert ja die Zündung. Und dann gibt es keinen Funke zu diesem kleinen Fuß da und zu diesem Täfelchen. Jetzt gucken wir uns das mal auf dem Video an. Deswegen gehen wir jetzt nach. Nehmen wir das Tuch und zünden das manuell. Entweder mit einem alten Tuch, das man da neu werfen. Ja. Geht der Brenner von der Leuhe an. Das Gebläse ist ja schon an. Das Schauglas mal sauber machen. Dann muss man halt auch mal den Dinger wieder sauber machen. Und wenn er dann gescheit läuft, müsste er eigentlich auch wieder laufen. Und dann machen wir den mal raus und dann macht man den separat nochmal. Weil der hat jetzt quasi einen Kurzschluss aus ans Gehäuse hin.